Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch einen, ich denke, eher langweiligeren Adventskalender, aber ich habe mir gedacht, wir packen den trotzdem aus. Das ist der Arcaya German Skincare Ampullen Adventskalender. Von der Marke hatte ich noch nie was gehabt. Die sollen sehr gut sein, die Ampullen. Und hier sind, glaube ich, so wie ich sehen kann, 6 verschiedene Ampullen eben drin, sodass man so ein ganzes Set hat. Ja, der kostet 59, was habe ich denn hier, 59 Euro, ist halt limitiert, gibt es nur in diesem Adventskalender. Wir gucken einfach mal rein, packen den mal aus. Der ist schon sehr süß gemacht, ist halt ein kleiner Kalender, aber guckt mal, das Design gefällt mir richtig gut. Und falls ihr Lust habt, mit mir trotzdem reinzuschauen in diesen Kalender, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt aber starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei diesen Kanal hier abonnieren. Genau, der kostet 59 Euro. Es sind 24 Ampullen drin. Ich rechne das auch direkt mal aus. 59 geteilt durch 24. 2,46 Euro aufgerundet pro Ampulle, ja, dass ihr Bescheid wisst. Und ich würde jetzt einfach mal starten. Hier sind halt verschiedene drin. Und da kann man sich dann mal so ein bisschen auch durchtesten. Ich finde meine Pinzette nicht. Die steht jetzt, also so sieht das innen aus, wenn ihr das aufmacht. Also da steht doch jetzt keine Beschreibung oder so. Hier sind dann die Ampullen reingeklemmt. Und die erste, die ich jetzt hier rausziehe, ist die Quick Lift Ampulle. Das sind dann immer 2 Milliliter. Ich zeige euch das jetzt mal von Namen. Ja, und da will ich gerade mal hinten gucken. Da steht dann halt immer auch drauf, was die können. Quick Lift Ampulle, Ampullenkonzentrat mit Soforteffekt für ein frisches, glattes, strahlendes Aussehen. Genau, und da steht immer dann drauf, was die können. Das finde ich auch gut, dass sie eine Beschreibung dann dazu haben. In der 2 haben wir dann, das ist eine blaue, die Eye Repair. Okay, das ist nur eine Ampulle eben für die Augen. Muss ich erstmal hier runterklopfen. Ampullenkonzentrat für die Augenzone glättet intensiv bereits beim Auftragen. Freue ich mich auch drauf. Also allzu viel steht hier jetzt nicht. Aber gut, da muss man halt einfach mal testen. Das nächste ist eine gelbe Ampulle. Da ist die Beauty Day Ampulle drin. Das ist wie so ein gelbes Serum sieht das aus. Beauty Day ist ein intensiv befeuchtendes Ampullenkonzentrat zur Tagespflege für ein strahlendes, gesundes Aussehen. So, das nächste Türchen, da haben wir die Beauty Sleep Ampulle. Das ist ein intensives Ampullenkonzentrat für die Nacht, für erholte und geklättete Haut am Morgen. Ihr werdet das auf jeden Fall in Aufgebraucht-Videos sehen, wie ich den Spaß hier fand. Ich bin ja ein absoluter Dalton-Ampullen-Fan, ihr wisst es. Und ja, ich kenne halt jetzt Dalton so als Referenz ganz gut, die aus der Drogerie, die von Barbour, finde ich zum Beispiel auch mega. Von Barbour gibt es auch so einen Kalender. Jetzt haben wir hier Quick Lift nochmal drin, also das wird sich jetzt einfach so ein bisschen wiederholen. Das halte ich euch jetzt auch nicht immer in die Kamera. Türchen Nummer 6 hat dann wieder eine blaue drin, genau, also das geht, nee, die blaue hatten wir noch nicht. Ah, das ist nochmal eine andere. Hyaluron Plus, cool. Was steht hier? Tatsächlich. Ampullenkonzentrat mit Falten-Refill-Effekt. Polstert die Haut von innen und auf und glättet spürbar. Aha. Ja, auch nicht schlecht. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich finde die Dalton-Ampullen sehr gut. Die Barbour finde ich richtig gut. Die von Müller finde ich richtig gut, aus der Drogerie zum Beispiel. Also es gibt schon sehr gute Ampullen. Hier haben wir die 7. Nochmal eine andere Sorte, das ist das Elastin Age Stub. Elastin Age Stub. Ampullenkonzentrat, neue Festigkeit, mildert Falten und gibt der Haut die Elastizität zurück. Das ist auch interessant. Ich liebe es so sehr, Ampullen zu benutzen. Ich finde das immer so ein schönes Ritual abends und morgens. Im Moment benutze ich wieder ganz viel. Dann ist nochmal die Eye Repair hier drin. Ich zeige euch dann am Ende, wie viel das von jeder sind. Keine Ahnung. Ja, ich denke, sowas ist ideal, um das mal auszutesten mit Ampullen. Das ist die Nummer 9, nochmal so ein rotes Elastin-Ding. Es ist nicht so interessant für euch, dieser Kalender, aber irgendwie ist es doch interessant, mal halt zu gucken. Also der ist richtig schön verarbeitet und so weiter. Noch eine grüne. Ja, das kommt mir alles sehr hochwertig und liebevoll hier vor. Also wirklich kein... Von Dalton wäre es auch cool, wenn die mal irgendwie so einen reinen Ampullen-Adventskalender rausbringen würden.
Das wäre auch mega. Ich glaube, das würden auch viele sich gönnen. Ne, nur mit den Ampullen. Nochmal Eye Repair. Also ich weiß nicht, ihr müsst ja jetzt nicht mit dabei sein. Ich würde sagen, ich skippe das jetzt einfach mal, hol mal alles raus und dann zeige ich euch am Ende, was hier dann so drin war, oder? Weil ihr braucht jetzt halt alles mit dabei sein. Ihr Lieben, das war der Arkaya Ampullen Adventskalender German Skincare. Richtig cool, gefällt mir mega gut. Es ist jetzt so am Ende, wie ich mir gedacht habe. Wir haben von jeder Ampulle 4 Stück. Das ist ideal, um das alles mal auszuprobieren oder um so eine Art Kur damit zu machen. Sehr, sehr, sehr schön. Sieht sehr ansprechend aus. Ich werde das selber alles mal verwenden. Ihr werdet das in aufgebrauchten Videos irgendwann mal wiederfinden. Es sind 6 verschiedene Ampullen drin mit jeweils 4 Stück. Finde ich total gut. Mir ist nur eine Sache aufgefallen. Ne? Also wenn man sich jetzt diesen Kalender holt oder man verschenkt den. Nicht jeder hat einen Ampullensprüher oder eine Ampullenaufbrechhilfe daheim. Ich hätte es schön gefunden zu dem Preis von 59 Euro. Ich meine, die sind auch hochwertig und so weiter, ne? Dass man hier in die 1 einen Ampullensprüher mit reinmacht. Dass man sagt, okay, heute habe ich einen Ampullensprüher, ab morgen kann ich meine Ampullen da reinmachen oder eine Aufbrechhilfe. Also ich hätte einen Ampullensprüher mega gefunden, Aufbrechhilfe wäre meiner Meinung nach das Mindeste gewesen. Das finde ich ein bisschen schade, dass es hier nicht mit drin ist. Ansonsten bin ich sehr gespannt, ich freue mich total, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr von der Marke schon was getestet habt. Und ich denke doch, den kann man sich schön daheim hinstellen, der sieht wirklich niedlich aus, ist ein schöner Adventskalender. Ja, ich verlinke ihn euch mal. 24 Ampullen, je 2 Milliliter. Finde ich schön. Die kommen übrigens aus Unterneukirchen aus Deutschland. Ich würde mich jetzt auch schon bei euch verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart zum Schauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Baby, this year it's just gonna be you and me. Christmas memories.